Grundsätzlich wissen die Menschen heute Bescheid über die Wichtigkeit des Darms und vor allem dessen Bewohner, also die Darmbakterien. Denn diese leben in einer Symbiose mit uns. Das bedeutet eine Zweckgemeinschaft. Beide Seiten bekommen etwas von dem anderen, was sie selbst nicht in ausreichender Menge zur Verfügung haben. Behandeln wir unsere Darmbakterien gut mit reichlich Ballaststoffen, das heißt auch pflanzliche Kost, denn tierische haben keine Ballaststoffe, geben sie uns Nährstoffe und Vitamine. Es gibt aber noch eine andere Art der Symbiose bei uns im Körper, die mit uns und in uns leben. Ja? Ihr könnt es sicherlich antizipieren. Die Rede ist von den Mitochondrien. Diese stellen unsere Kraftwerke dar. Wenn du dich schlapp fühlst oder auch müde ständig, ja, dann meistens genau deswegen, da sie dir im Moment aus verschiedenen Gründen nicht genug Energie liefern können, um dein trauriges Gemüt wieder glücklich zu stimmen. Wieso rede ich davon, dass sie mit uns leben, so als wären sie nicht ein Teil des Körpers? Weiter erfährst du genau in diesem Video, wie sie arbeiten und genau 5 Schritte, vielleicht noch einen 6., wie du sie gut behandelst, ja, dass sie mehr werden und dir quasi abundant Energie spenden, damit du für deine weiteren Vorhaben und vor allen Dingen auch Vorhaben auf diesem Kanal, mehr Videos zu schauen, genügend Energie zur Verfügung hast. Streng genommen sind sie das nicht, also die Mitochondrien, Teil unseres Körpers. Denn sie teilen sich nicht die gleiche DNA wie unsere Zellen, also den genetischen Code wie unsere Zellen, sondern haben ihre eigene ringförmige DNA und vermehren sich auch völlig unabhängig vom Rest des Körpers. Diese Mitochondrien teilen sich oder fusionieren zu größeren und das unabhängig davon, was der Körper ihnen sagt. Ja. Es ist quasi wie ein Inselstaat, der unabhängig ist. Das sind die Mitochondrien bei uns. Ja. Das Gleiche trifft auch auf unsere Darmbakterien zu. Ja. Behandeln wir unsere Mitochondrien gut, teilen sie sich und liefern uns als Nebenprodukt Energie in Form von ATP. Adenosintriphosphat, das ist der universelle Energieträger in der Spezies Mensch. Als erstes schauen wir uns den Aufbau an. Ja, hier sieht man, dass diese wellenförmigen Innenleben dieser Mitochondrien sehr prägnant sind. Einfach, ja. Das hat einen Grund. Ja. In der wellenförmigen Membran stellt das Mitochondrium Energie her. Ja, mit Hilfe von, jetzt kommt's, ganz wichtig, Sauerstoff, den du und ich gerade atme, ja, das ist übrigens der einzige Grund, ja, warum du atmest, damit die Mitochondrien Energie herstellen können, ja, und damit versorgst du sie ja quasi mit dem Sauerstoff, ja, und das ist der Grund quasi, wieso du atmest. Das ist mal sehr, sehr spannend. Viele Menschen, sowas Einfaches, haben es noch nie gehört, die Verbindung halt einfach, ja. So, und der primäre Grund ist diese Wellenförmigkeit, ja, dass es eine Oberflächenvergrößerung ist, ja, der durch die Wellenlinien einhergeht. Beispiel wäre die Membran nur eine Linie im Mitochondrium, würde viel weniger Membranplatz teilhaben, ja. So, und das ist natürlich unvorteilhaft, weil man möchte natürlich pro Mitochondrium maximal viel Membranfläche haben einfach, ja, völlig logisch. Und man findet noch eine Parallele dazu, ebenfalls wieder zum Darm, ja, und den Darmbakterien. Und vor allen Dingen, denn diese haben auch dort deutlich mehr Platz, ja, wegen den Einstülpungen im Darm. Ja, das kennen wir alle auch, wegen den Darmzotten sind die auch genannt. Der Darm hat circa eine Oberfläche von 40 Quadratmeter, ja, wäre er glatt, hätte er 20 mal weniger. Ja. Da das Mitochondrium mehr Oberfläche hat, damit es mehr Energie herstellen kann, das ist ein klares Indiz für mich, dass unser Körper und das Mitochondrium so viel Energie wie möglich herstellen möchte. Das ist auch logisch, ja, wenn das so gewährleistet wird. Denn dadurch ist überhaupt höheres Leben, ja, maßgeblich möglich gewesen. Dazu aber gleich nochmal mehr. Aber die Mitochondrien sind dafür da, maßgeblich unser Leben vor allem auch zu verlängern und unser Leben zu kräftigen. Ja? Doch wieso hat das Mitochondrium eigentlich eine eigene DNA und 2 Membranen? Das ist quasi als einzige Zelle, diese Besonderheit an sich hat. Ja? Die Erklärung liegt darin, dass wir früher keine Mitochondrien hatten und nicht mit Hilfe von Sauerstoff Energie erzeugen konnten, sondern niedere Lebewesen waren, ja,
Denn mit Sauerstoff kann der Mensch erst, ja, 16 Mal so viel ATP, das heißt Energie, herstellen wie ohne Sauerstoff. Es gab eine Zelle, ja, die Wasserstoff benötigte. Ein prokaryotisches Bakterium hatte die Macht, aber Wasserstoff herzustellen. Ja? Also verschlung diese Urzelle, also per Phagozytose, dieses Bakterium und baute es quasi in sich ein, in der Urzelle. Und so hat es quasi immer Wasserstoff, was es ja brauchte. Und das Bakterium bekam das von der Urzelle, was es brauchte, um in ihr zu leben. Einfach so. Und so ist dann die Symbiose entstanden und so ist unsere Mitochondrien entstanden. Und deshalb sind die, weil die eine wurde von der anderen aufgenommen, hat sie quasi zwei Membranen, das Mitochondrium. Ja, ganz, ganz wichtig. Und seine eigene DNA, weil die beiden DNA haben sich ja vermischt in dem Sinne. Und deshalb ist hier nicht mehr gleich mit unserer DNA. Das ist ultra spannend eigentlich. Wird aber immer so, ja, nebensächlich irgendwie, nie wirklich betrachtet, ja. Daher passiert irgendetwas in deinem Körper, wofür dein Körper Energie benötigt, also alles quasi, ja, selbst das Atmen, ja, kann nur passieren, da das Mitochondrium uns Energie liefert, ja. Und da ist es so wichtig, dass wir es gut behandeln, denn wenn wir das nicht tun, dann verschwindet das und das führt dann zum Organversagen und irgendwann auch zum Tode halt, ja. So. Mitochondrien, ja, aggregieren sich vor allem in Stellen im Körper, die viel Energie benötigen, zum Beispiel Organ, Herz, Hirn, auch Muskelzellen. Also erstens, ja, wie vermehrt man diese Mitochondrien in den eigenen einzelnen Zellen? Ja? Also Punkt 1, Muskeltraining. Ja, klingt langweilig, aber Moment mal. Muskelzellen entstehen nicht wirklich neu, sondern werden nur größer. Ja? Das ist wie eine Fettzelle. Ja? Fettzellen werden zum Beispiel auch sehr, sehr groß. Ja? Das kennen wir zum Beispiel bei den Frauen. Ja? Diese Löcher, die irgendwann entstehen, als Zellulite betitelt werden, ist quasi nur der Zellzwischenraum zwischen zwei einzelnen Fettzellen. So müsste ich das vorstellen, ja, dieses Loch hier. Ja? So. Ja, sehr unschön. Aber bei den Muskeln heißt es übrigens Hypertrophie, ja, dass die Muskelzelle quasi wächst. Und wird die Fläche größer des Muskels, dann, weil sie mehr Belastung ausgesetzt worden ist, ja, und dadurch entsteht natürlich auch gleichzeitig mehr Platz für neue Mitochondrien halt, ja. Die helfen sich an den Muskelreiz quasi anzupassen halt, ja, so. Punkt Nummer 1. Jetzt kommt aber ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 2, ja, wir können aber nicht wirklich unsere Organe trainieren, ja, zum Beispiel, du kannst ja nicht mit der Leber irgendwie Bizep-Curls machen oder sowas. Das funktioniert nicht, ja, oder auch mit dem Hirn oder sowas halt, ja, das kannst du in gewissem Maße trainieren mit Aufgaben, aber nicht so wirklich, dass es größer wird und alles Mögliche halt, ja. Wie hängt das beides jetzt quasi zusammen, ja? Das Entscheidende ist, dort gibt es aber eine andere Art. Ja? Die Mitochondrien können dichter werden. Das heißt, pro Quadratzentimeter können mehr Mitochondrien entstehen. Ja? So, dass sie dichter aneinander sind. Halt, ja? Die Dichte, nicht die Fläche verändert sich, aber die Dichte wird größer. Ja? Sodass die Fläche besser genutzt wird von den Leuten. Halt, ja? So, und das Muskeltraining sorgt genau dafür, dass das passiert. Ja? Der Nebeneffekt von Muskeltraining, ja, ist vor allen Dingen jener, dass der Körper weiß, dass er beim Sport mehr ATP, also Energie, benötigt, ja, von den Mitochondrien. Diese funktionieren aber nicht perfekt. Denn die Mitochondrien, das heißt unsere Kraftwerke, sind aus zwei Organismen entstanden, die einen Kompromiss eingegangen sind. Ist klar, dass die sich nicht 100% einigen konnten, das ist wie in einer Beziehung halt, ja. Da funktioniert auch nicht immer alles perfekt halt, ja. So, und genau das ist, wenn zwei Organismen, so wie damals, wie ich erklärt habe, aufeinander getroffen sind. Das prokaryotische Bakterium und die Urzelle, ja. Was bedeutet das jetzt? Einfach gesagt, stellen die Mitochondrien Energie her, indem sie Zucker und Fett nutzen, um daraus dann dementsprechend Wasserstoff zu extrahieren und Sauerstoff nutzen, den wir einatmen, und führen dieses zusammen, also den Wasserstoff aus Fett und Zucker und den Sauerstoff, den wir atmen, im stöchiometrischen Verhältnis von 2 zu 1. Dann haben wir H2O. Und was ist H2O? Wissen sicherlich alle, fast alle, die meisten, ein paar. Wasser ist das natürlich, ja, H2O. Das heißt, ganz einfach, wir stellen unsere Energie her, indem wir Wasser entstehen lassen, ja. Wir kennen alle die Knallgasreaktionen, kennen wir vielleicht aus dem Chemieunterricht, ja. Wenn wir in einem Reagenzglas, das mit Wasserstoff gefüllt haben, und dann ein glühendes Holzstück dort hineingeführt haben, dann kommt es zu einem Knall, ja, so. Weil in der Luft natürlich 20% Sauerstoff auch enthalten sind. In dem Glas war Wasserstoff, Sauerstoff in der Luft, der glühende Span war die Aktivierungsenergie. So,
Und dieser Knall, der dann entsteht, ja, so, das ist die Knallgasreaktion, der entsteht jedes Mal bei uns im Körper, nur nicht, dass er als Knall verpufft, sondern das können die Mitochondrien binden und uns dann Energie zurückgeben. So generieren wir quasi Energie. Es ist ultra spannend, finde ich halt, das mal so zu erfahren, wie das funktioniert einfach, ja. So, und das ist dann dementsprechend der Kreislauf. Die Energie, die wir dann zurückbekommen von den Mitochondrien, können wir nutzen, um wieder weiter zu atmen und neues Essen zu jagen, heute nicht mehr im Supermarkt zu jagen, damit die Mitochondrien wieder aus Fett und vor allen Dingen auch aus Zucker Wasserstoff generieren können. Und dann führen wir das wieder zusammen. Wasserstoff und Sauerstoff, den wir atmen. Und dann entsteht immer mehr Energie halt. Ja, das ist der Kreislauf. Aber das passiert nicht perfekt. Man muss sich das so vorstellen, wenn ihr ständig versucht, diese Finger hier zusammenzuführen, dann klappt das nicht immer. Ja, so. Und genau das Gleiche entsteht nicht immer Wasser, also H2O, sondern einfach manchmal auch Sauerstoffradikale. Das heißt, immer wenn du Sport machst, bildest du körpereigene Antioxidantien, ja, zum Beispiel Coenzym Q10, Glutathion, Alpha-Liponsäure, Katalase, Glutathion, Peroxidase, Superoxidismutase. Das sind so die wichtigsten körpereigenen Antioxidantien, die unser Körper selbst herstellt und den Mitochondrien zur Verfügung stellt, weil die, damit die sich selbst nicht zerstören bei der Energiegenerierung. Ja. Und das ist eben das Tolle, dass ihr davon profitiert, denn ihr macht zwar nur eine Stunde, sagen wir mal, Sport am Tag, aber die restlichen 23 Stunden am Tag habt ihr natürlich auch höhere Antioxidantienzahlen. Die verschwinden ja nicht einfach wieder sofort. Die haben eine gewisse Halbwertszeit. Die verbleiben natürlich eine gewisse Zeit bei euch im Blut und im Körper. Und dabei profitieren alle anderen Mitochondrien auch im Körper davon. Das heißt im Hirn, im Herzen, in der Leber, in der Niere und so weiter, Bauchspeicheldrüse. Und die werden dadurch auch besser gestärkt und gefestigt und vor allem auch geschützt vor ihren Sauerstoffradikalen. Und so entstehen in diesen ganzen Organen, die ihr habt im Körper, auch mehr Mitochondrien automatisch, nur durch Muskelkraft, diese eine Stunde. Weil die körpereigenen Antioxidantien länger dann dementsprechend erhöht sind bei dir im Körper und schützen dann weitere Mitochondrien. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt halt. So, kommen wir zu Punkt Nummer 3. Das ist natürlich das Coenzym Q10. Das habe ich gerade schon erwähnt. Ja, Coenzym Q10 ist Teil des Prozesses der Energiegewinnung im Mitochondrium selbst, ja, im Komplex 1 und 2, dazwischen genau. Und diese Energiegenerierung kann nur vonstatten gehen, wenn suffizient genug Coenzym Q10 bei dir im Körper vorhanden ist. Es kann nicht anders sein. Hätten wir Coenzym Q10 nicht bei uns die Fähigkeit, das selbst zu synthetisieren oder Mängel auszugleichen, könnten wir keine Energie generieren und hätten es nie zu Menschen geschafft, wären immer noch Bakterien so in dem Sinne geworden. Ja? Weil wir können dann dementsprechend nicht Sauerstoff benutzen, um daraus Energie zu generieren. Ja? So, und von daher ist das extrem wichtig, denn das Coenzym Q10 ist wichtig, dass direkt da die Elektronen zu übertragen, dass das quasi Energie generiert wird. Würde jetzt hier zu den Rahmen sprengen, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und es ist natürlich ein sehr, sehr starkes Lipophil, das heißt fettlösliches Antioxidant. Ja? Und das wieder die Mitochondrien schützt. Von daher ist es absolut mit das Wichtigste überhaupt. Wenn ihr einen Mangel habt, messt das auf jeden Fall mal. Ja, also Werte über 1000 sollten definitiv gegeben sein. Dann kann man natürlich auch supplementieren. Das Problem ist halt, dass ab 20 der Wert schon sinkt von Coenzym Q10. Und mit 40 hast du noch halb so viel Q10 im Körper wie mit 20 noch. Und das wird natürlich noch weiter getriggert, ja, da 90% der Menschen das EB-Virus in sich haben, das EBV-Virus. Sagen Leute immer, EBV-Virus wäre aber doppelt, also EB-Virus. Ja, und das wird übers Küssen übertragen. So, und vor allen Dingen auch noch zusätzlich, ja, neben dem EBV, was die meisten Leute haben, hat fast jeder Zweite, genau 40% der Menschen, haben mindestens eine chronische Erkrankung. Ja, und man sieht auch klar, dass in Studien, in Goldstandard-Studien, dass Menschen, die viel Krankheiten haben oder Allgemeinkrankheiten haben, verminderte Coenzym Q10-Spiegel haben und damit die Mitochondrien einfach nicht suffizient arbeiten können, ja. So, Punkt Nummer 4 ist noch sehr, sehr wichtig. Das ist L-Carnitin, ja. Dazu zeige ich euch mal kurz eine Zusammenfassung, ja, wie ihr euren Stoffwechsel, und Stoffwechsel ist natürlich auch immer die Mitochondrienarbeit, denn die leisten ja den Stoffwechsel, ja, was das wirklich bei uns im Körper beeinflusst, seht ihr mal kurz hier. L-Carnitin wird in der Leber, den Nieren und im Hirn aus der Aminosäure L-Lysin und Methionin gebildet. Wichtig! Unter Mitwirkung der Kofaktoren Eisen, Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin B3, der Baustein des NADHs, ja, wo es dementsprechend das auch synthetisiert wird,
Gespeichert wird es jedoch zu 95% im Herzen und in der Muskulatur, wo es Energie aus Fettsäuren bereitstellt. Darüber hinaus erfüllt L-Carnitin weitere wichtige Funktionen bei uns im Körper. Kommt in hohen Konzentrationen in der quergestreiften Muskulatur vor, ist als Biocarrier wesentlich am Transport von Fettsäuren in die Energiekraftwerke der Zelle Mitochondrien beteiligt. Ist Bestandteil von Enzymen in der Mitochondrienmembran, trägt zu einer normalen mitochondrialen Fettverbrennung, das heißt Fettoxidation, bei. L-Carnitin hilft, die langen Fettsäuren über 12 Kohlenstoffatome durch die innere mitochondriale Membran zu transportieren, damit sie oxidiert werden und daraus Energie gewonnen werden. Also biochemisch ist dies definitiv logisch. Und das untermauere ich jetzt noch mit Meta-Analysen. Es ist ein so gut erforschter Stoff, dass es dazu sogar Meta-Analysen aus randomisierten Kontrollstudien gibt. Wir sehen es einmal hier in dieser Studie. 9 randomisierte Studien wurden unter die Lupe genommen. 911 Teilnehmer. Diese Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, ich zitiere: Wir kommen zu dem Schluss, dass die Einnahme von Carnitin bzw. L-Carnitin zu einem Gewichtsverlust führte. Wichtig, noch dieser Effekt schwächte sich aber nach der Zeit ab, so die Wissenschaftler. Wir sehen die Ergebnisse mit einer statistischen Signifikanz zur Senkung des Body Mass Index. Wir sehen links favorisiert L-Carnitin, berührt nicht die Mittellinie und daher für den Body Mass Index statistisch signifikant senkend. Auch bei Diabetes das gleiche, statistisch signifikant senken. Und gegen Übergewicht statistisch signifikant senken. L-Carnitin hat auch noch andere tolle Eigenschaften wie Cholesterinsenkung, LDL, statistische Signifikanz, ja. Meta-Analysen aus randomisierten Studien sehen wir hier. Dies sah man auch in anderen randomisierten Meta-Analysen bis auf die Subgroups auch nochmal hier. So, und zuletzt noch die Alpha-Liponsäure. Ja, also auch nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung für euch. Das kann ich besser nicht dargeben, als ich es schon mal getan habe. Von daher schaut mal kurz rein. Wirklich ganz entscheidend, die Alpha-Liponsäure auch. Ein Enzym namens Pyruvat-Dehydrogenase. Ja, damit der Zucker, das Produkt aus dem Zucker, in die Kraftwerke eingeschleust werden kann, damit er da verbrannt werden kann. Dieses Enzym arbeitet aber nicht ohne Alpha-Liponsäure. Passiert dies nicht, wird der Zucker nicht veratmet in den Kraftwerken, sondern vergärt, wie der Krebs es macht, zu Laktat. Und es kommt zu 16 mal weniger Energiebereitstellung, da nur 2 ATP statt 32 ATP entstehen. Das heißt, dein Stoffwechsel läuft jetzt 16 mal langsamer als sonst bei einem Alpha-Liponsäuremangel. Dann möchte ich sechstens noch einen kleinen Zusatztipp geben, und zwar Kälte führt nämlich dazu, dass der Körper automatisch mehr Mitochondrien bilden muss. Denn er wärmt sich ja nur durch die Mitochondrien, durch die Abwärme. Die Mitochondrien können nicht die ganze Energie, die entsteht bei der Zusammenführung von Wasserstoff und Sauerstoff, binden und an dich weitergeben. Ein Teil wird als Wärme abgepuffert und das ist deine Körperwärme. Das heißt, mehr Mitochondrien gleich mehr Körperwärme. Setzt du dich viel Kälte aus, wird der Körper gezwungen, mehr Mitochondrien aufzubauen. Ganz, ganz wichtig. Und die Schilddrüse sollte unbedingt mal überprüft werden. Die steuert natürlich auch den Stoffwechsel halt, ja. Das war es soweit mit dem Video. Ich meine, eine kurze Zusammenfassung, ja. Kraftsport lässt die Muskeln auch wachsen, ja. Und dies bietet quasi mehr Platz und Raum für neue Mitochondrien. Gleichzeitig entsteht beim Sport aber auch körpereigene Antioxidantien, die Mitochondrien in Organellen, Herz, Hirn und so weiter schützen, ja. Coenzym Q10 und Alpha-Liponsäure sind essentiell für die Funktion von den Kraftwerken und die Versorgung der Kraftwerke unserer Zelle und gleichzeitig einer der stärksten Antioxidantien bei uns im Körper halt, ja, die zusätzlich die Mitochondrien beschützen vor Radikalen, ja. L-Carnitin hilft dem Mitochondrium Fettsäuren durch die Membran zu schleusen und damit Futter, ja, für die Mitochondrien liefert, ja. Bis zum nächsten Mal. Alles, was ich hier erwähnt habe, findet ihr unter dem Video auch verlinkt. Dankeschön für deinen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.